Stadtderby in der Verbandsliga Süd. Rot-Weiß-Mäusling gegen den 1. FC Phoenix am Brüder Grimmring am letzten Freitag. Eines der wenigen Spiele dieses Wochenendes, die stattfinden konnten. Vor der Partie die obligatorische Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Paris. Doch als sie dann vorbei war, da nahm die Partie von Beginn an Fahrt auf. Und das lag vor allem an den in Rot gekleideten Gastgebern, die hier zur ersten Chance kommen. Nach dem Ballgewinn ist es Jan-Philipp Melcherek mit diesem Schuss knapp am Kasten vorbei. Wieder Mäusling. Melcherek bekommt den Einwurf, sieht in der Mitte Rosario Confalone und der mal ganz unorthodox mit der Pike. 1:0, 14. Minute die Führung für Rot-Weiß-Mäusling. Aber wir müssen da über Patrick Raube im Phoenix-Kasten reden. Sieht da alles andere als gut aus. Unhaltbar war dieser Ball nicht. Und auch in der 18. Minute macht der Adlerkeeper keine gute Figur, stürzt hier raus. Melcherek behält die Übersicht. 2:0. Die frühe Führung, der frühe Doppelschlag für RWM. Und von Phoenix war in der Anfangsphase nichts zu sehen. Wieder Mäusling, wieder Melcherek, der sieht Saré, kein Abseits. Saré vorbei an Raube, aber auch vorbei am Kasten. Es bleibt beim 2:0. Nach einer knappen halben Stunde dann erstmals der 1. FC Phoenix. Timo Garmann im Laufduell mit Bornemann überläuft den Kapitän von Mäusling. Dann Rach. Ja, und dann auch Marco Henschel, der sich da ein Ei legt. 2:1. Klar, aus kurzer Entfernung der Schuss von Rach, aber weder hart noch platziert. Den kann man auch mal haben. Wenig später war dann auch Halbzeit. 2:1 die verdiente Führung für Rot-Weiß-Mäusling. 51. Minute. Zwei Kerzen in Folge. Zunächst von Nipper, dann von Basun im Strafraum von Phoenix. Dann kommt irgendwie der Ball zu Jan-Philipp Melcherek und der zieht einfach ab. 3:1. Diesmal Raube ohne Chance. Der Ball wie ein Strich beim regennassen Boden genau ins Eck. Phoenix probierte es, aber mit einer Flanke von Rach. Dann Henschel im Duell mit Barmann. Der Schrei ist groß bei Barmann, aber er kann zum Glück danach weiterspielen. Ein Foul war es im Übrigen nicht. Die besseren Chancen hatte aber Mäusling wieder. Melcherek, Raube mit der Fußabwehr verhindert das 4:1. Doch 3 Minuten später ist der Keeper von Phoenix geschlagen. Flanke Barton, dann bekommen sie die Murmel da nicht weg im Adlerstrafraum. Und dann ist es wieder Jan-Philipp Melcherek mit diesem sehr gut getimten Schuss ins lange Eck. 4:1, 76. Minute, der Dreierpack für Melcherek, der kurz darauf ausgewechselt wurde. Phoenix hatte zumindest eine Chance nochmal. Kanep mit diesem Schuss aus 18 Metern. Henschel mit den Fingerspitzen ran, lenkt den Ball noch um den Pfosten. 83. Minute, dann ein Kopfball von Bornemann. Ein Handspiel von Senkbeil, klare Kiste, Strafstoß, Faruk Dogan, 84. Minute mit der Entscheidung 5:1. Gewinnt Rot-Weiß-Mäusling das Stadtderby gegen den 1. FC Phoenix und feiert entsprechend nach dem Spiel. Wir haben uns heute auf jeden Fall was vorgenommen nach der letzten Woche, nach der Pleite gegen Breitenfelde, die absolut unnötig war. Und wollten heute Freitagabend zu Hause auf jeden Fall die 3 Punkte einfahren mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Und ich denke, das ist uns auch gut gelungen. Wir haben von Anfang an das Spiel eigentlich dominiert, 2:0 in Führung gegangen und dann zwar nochmal das 2:1 bekommen, aber dann in der zweiten Halbzeit, denke ich, über die ganze 45 Minuten dominiert und verdient auf jeden Fall die 3 Punkte hier in Mäusling behalten.